Hallo und herzlich willkommen zu War Thunder, eine neue Folge in meinem Kanal Magis Zockerbude. Und wir gehen hier direkt schon in den Einsatz mit den Engländern, mit dem Viewfighter. Ich habe jetzt so Level 2,5 bis 3. Mal was etwas kleineres. Und ja, wir haben hier super Wetter. Wenn ich mir das jetzt draußen so ein bisschen anschaue, ist es nicht mehr so schön. So, wir schauen uns jetzt mal ein paar Gegner aus. Da unten sieht es dann mal ganz gut aus. Kippen wir mal und dann schauen wir mal. Der Viewfighter ist ein bisschen, ja, schwerfälliger, würde ich fast sagen. Oh, jetzt habe ich... Ups, ich habe mich... Ah! Nein! Ich hab jetzt. Ich war gerade mit der Steuerung woanders. Shit. Jetzt ist verkackt. Schön. Schön! So. Oh, der ist sogar abgestürzt. Ja, jetzt hat er mich gerade gerammt. Jetzt sind meine Flügel im Arsch. Also ich bin gerade nicht mehr so manövrierfähig, wie man sieht. Aber wir schauen mal, dass wir uns hier noch die BF 109 holen. Nein. Oh, das war's. Scheiße! Oh. Sogar eine Bruchlandung. Naja, wie man sieht dann halt, wenn man am Flügel getroffen wurde, dass man da nicht mehr so super fliegen kann. So, wir gehen jetzt dann mit der Typhoon. Das ist auch einer von den schweren Jägern, aber der ist so etwas wendiger. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich möchte jetzt halt irgendwo mal noch was abschießen. Der hat jetzt keine Kanonen, der hat jetzt wirklich nur Maschinengewehre, aber davon reichlich. Wir sehen diese Punkte da an den Flügeln. 1, 2, 3, 6 Stück und das auf jeder Seite. Und da kommt genug raus. Das hat da Kampfklappen, super. So, da ist eine SB-2, das ist ein, das wollte ich schon fast sagen, ein japanischer Bomber, aber... Ah, Flugzeug zerstört. Ein italienischer Bomber. So, jetzt weiß ich gar nicht, was ich bei dem da gerade zerstört habe. Oder ich habe den Piloten erschossen. Normalerweise halten sie nämlich ein bisschen mehr aus. So, jetzt bin ich gerade... Wir sehen hier wieder, ich bin unten, die sind oben. Die können dann halt per Sturzflug dann runterkommen. Und mir gehörig eins aufs Dach geben. Also der Kanonen hat mich auch noch gerammt. Das ist... ja. Bringt eigentlich keinem was. Vor allem nicht ihm. Er verliert dann halt eine Maschine. Und jetzt gehen wir mal mit der Spitfire rein. 2,3. Und jetzt bleiben wir mal ein bisschen hier oben. Aber wir schauen jetzt einfach mal, dass wir mal ein bisschen Höhe gewinnen und dann uns hier irgendwie einen Bomber schnappen. Oh, da unten ist noch eine BF. Mal runter, Sturzflug BF-10, das ist glaube ich mit Bomber sogar. Klitsch. So. Es war ein Bomber, der hat jetzt gerade etwas verloren. Man könnte das auch Flügel nennen. So, das ist was Kleines von den Japsen. So, mal schnell drehen. Das Schöne ist an der Spitfire, sie ist sehr, sehr wendig. Scheiße.
Ja, Kontrollverlust, ich hatte es schon mal erwähnt gehabt, wenn die G-Kräfte zu groß sind, dass ihr dann halt nichts mehr machen könnt. Also der Flieger ist dann halt bewusstlos. Gibt es hier irgendwo Jäger? So. Objectives sind immer die Fahrzeuge. Also je mehr Fahrzeuge wir kaputt machen, umso weniger Punkte hat er. Klatsch. Für Panzer braucht man natürlich dann Bomben. Was ich jetzt mit der Spitfire jetzt natürlich nicht habe. Er ist jetzt auch eigentlich ein reiner Jäger, ein Abfangjäger. Mit seiner Wendigkeit. Macht auch immer sehr, sehr viel Spaß mit der Spitfire. Bunker kann man natürlich auch nicht immer so kaputt machen. Oh, da kam gerade was runtergefallen. So. Stürzen wir uns mal ins Getümmel. Jetzt setzen wir uns natürlich hinter ihn. Hat sich die Sache für ihn auch erledigt. Jetzt gucken wir mal, was wir die Jacke hier noch kriegen. Ja, ein bisschen zu lahm. Jetzt bin ich hier mittendrin, hier in dem. So, Treffer, Treffer. Ich habe hinter mir habe ich auch noch einen. So, natürlich muss ich jetzt nachladen. Das ist natürlich total beschissen. Ich bleibe einfach mal nah an dem dran. Weil vielleicht habe ich Glück, dass der eine Typ da seinen eigenen abschießt. Weil der schießt nämlich auch so extrem beschissen. Wie geil, der hat seinen eigenen angeschossen. Was für ein Idiot. Und das mit einer Kanone. Hinter mir waren vier Flieger. So, jetzt machen wir das mal ein bisschen. Bodenziele. Jetzt nehmen wir die Spitfire mit 20 mm Kanonen. Die hat ein bisschen mehr Bums. Drei Abschüsse. Mal relativ wenig. Ich habe sonst immer mehr. Ich habe auch für dieses Spitfire auch schon neue Tarnung, neues Camouflage. Sieht schicker aus als die normale. So, der Bomber, der wird da oben keinen Spaß haben. Keine Jäger, die ihn decken könnten. So, da unten geht eine Messerschmitt runter. Und dementsprechend werden wir ihr jetzt mal einen kleinen Besuch abstatten. Treffen müsste man noch. So, den Motor getroffen. Gehen wir mal ein bisschen näher ran hier. Klatsch, klatsch, klatsch. So, Flugzeug zerstört. Und direkt erstmal wieder an Höhe gewinnen. So, die feindlichen Bomber haben gar keine Chance mehr, irgendwie großartig überhaupt noch einen Angriff zu starten. Die werden oben von den Jägern abgeschossen. Jetzt stand da gerade was und ich konnte es nicht lesen. Jetzt habe ich es immer noch nicht gelesen, obwohl es wieder aufgeblinkt ist. Ich habe schon wieder woanders hingeguckt. So, da hinten ist eine PBJ. Wir bleiben jetzt erstmal noch hier oben. Schauen uns das Ganze jetzt hier mal an. Das Gedüse war, wenn ihr es jetzt gerade gehört habt, das war Windows 10.
So, wir gehen auf die PBJ. Ah, ist sogar ein... Das müsste ein Schlachtflieger sein. So. Klatsch. Na, nur eine Abschusshilfe. Irgendwie haben die Kanonen da gerade nicht getroffen. Entweder zu niedrig oder zu hoch geschossen. Und was auch immer sehr wichtig ist, kurze Feuerstöße. So, jetzt haben wir hier oben links steht Schub auf Grau. Das heißt, dass ich den jetzt gerade komplett ausgereizt habe. So, da unten haben wir noch ein bisschen Party. Da oben. Der Gegner hat nicht mehr so viel. Ah, Typhoon. Typhoon brennt. Ich werde jetzt wohl mal den Rest geben hier. Batsch. So, das war der entscheidende Schlag. Ha! Hätte jetzt sein können, dass ich den jetzt auch noch runterkriege, aber egal. Ja. Fünfter Platz, fünf Flieger abgeschossen. Bisschen Bodeneinheiten. War jetzt mal eine ganz gute Runde. Also normalerweise liege ich schon über 10. Wenn es ganz gut läuft. Und also ich kann. Es sind einfach. Das ist super detailgetreu. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Finde ich echt super. Also, na, wie sich das Licht auch jetzt so halt so spiegelt, ist super. Ja, da würde ich mal sagen. Das war's erstmal und wir sehen uns wieder. Ciao!